Hallo zusammen. Wir haben beim Handverband in den letzten Monaten große Erfolge erzielen können. Da war einerseits im Anschluss an unsere Petition zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten die Anhörung im Bundestag wegen der Cannabis Social Clubs, einem Antrag der Linken. Das ging breit durch die Medien und ich war als Sachverständiger im Ausschuss dabei und wurde ebenfalls viel zitiert. Der Handverband wurde ständig erwähnt in dem Zusammenhang. Außerdem war da die YouTube-Aktion von unserer Bundeskanzlerin Merkel, wo wir mit unserer Frage nach Cannabis-Legalisierung auf dem ersten Platz gelandet sind. Jetzt aktuell läuft die Aktion um den Zukunftsdialog-Blog von Frau Merkel, wo wir oben ebenfalls ganz oben mit dabei sind. Das hat uns viel, viel Medieninteresse gebracht und auch viele Zugriffszahlen auf unserer Homepage, neue Mitglieder, die Facebook-Fans sind beinahe explodiert. Das ist sehr gut gelaufen. Allerdings sind wir jetzt auch am Rande unserer Kapazitäten. Viel mehr können wir nicht machen. Und trotzdem geht es gerade jetzt darum, den Drive aufrechtzuerhalten, weiterzumachen. Denn ich glaube, wir haben noch nie so gute Karten gehabt, tatsächlich in den nächsten Jahren wirklich Fortschritte zu erzielen in der Cannabispolitik. Damit das klappt, brauchen wir eure Hilfe, sowohl was Aktivitäten angeht, mitmachen, als auch finanziell. Klar, wenn wir weitermachen wollen und besser werden wollen, brauchen wir auch mehr Geld. Aber jetzt erstmal zum Mitmachen. Wir haben beim Handverband letzte Woche ein Forum online gestellt und das soll ein drogenpolitisches Forum sein. Also es geht nicht um den Anbau von Cannabis oder um Erfahrungsberichte, sondern hier soll diskutiert werden über Drogenpolitik, besonders natürlich Cannabispolitik. Und wir wollen auch eure Aktivitäten dort koordinieren, euch einbeziehen. Hier könnt ihr mitmachen und eben nicht nur diskutieren, sondern den Wandel in der Drogenpolitik aktiv mitgestalten. Zum Beispiel gibt es da eine Rubrik im Forum, wo ihr euch vor Ort in den Städten, in den Regionen vernetzen könnt. Im Moment warten schon 18 Hanffreunde in verschiedenen Städten und Regionen darauf, dass ihr dazukommt, dass ihr mitmischt, euch einmischt und mit den Kollegen zusammen vor Ort Aktionen macht. Natürlich wird dann auch besprochen, was gemacht werden kann und wie man das am besten macht. Wie organisiere ich einen Infostand? Wie läuft das mit dem Flugblätterverteilen an Briefkästen? Eine ganz einfache Sache. Wie mache ich eine Podiumsdiskussion? Welche sonstigen, lustigen, netten, bunten Aktionen kann man vor Ort noch so alles machen? Das alles kann in dem Forum diskutiert werden. Und wir hoffen, dass das ein großer Beitrag ist, dass wir da vorwärts kommen mit der Masse an Leuten, die wir mittlerweile ja doch erreichen und mobilisieren können. Zum Beispiel per Leserbrief, ein ganz großes Thema in letzter Zeit, Teilnahme an Online-Abstimmungen bei Medien, auf deren Homepages. Jeder einzelne Eintrag in einem Blog bei Medien und Politikern zählt. Macht jetzt mit und koordiniert euch über das Forum. Wie gesagt, wir beim Handverband sind hart an unseren Grenzen angekommen. Wartet nicht auf unsere Aktivitäten, wartet nicht auf unsere Antworten, auf eure E-Mails. Macht selbst mit, bringt euch ein. Wir setzen da auf die kollektive Schwarmintelligenz, piratenmäßig im Forum. Organisiert euch da. Das muss dann auch mal gehen, ohne dass wir jeden einzelnen Beitrag lesen. Wir können das nicht mehr bewältigen. Also jetzt ist selber machen angesagt. Wer vom Handverband mehr sehen will, der sollte jetzt beitreten als Privatsponsor oder eine kleine oder eine große Spende hinterlassen. Gerade letzte Woche hat jemand 500 Euro überwiesen. Das macht es natürlich sofort bemerkbar bei uns. Aber auch viele kleine Spenden natürlich. Also überschwemmt uns mit euren Beitritten als Privatsponsoren, euren Spenden. Dann können wir auch unsere Aktivitäten hochfahren. Bis dahin, macht mit im Forum, bringt euch ein, werdet aktiv. Und jetzt ist Zeit mitzumachen. Jetzt ist Zeit für den Wandel. Auf geht's.